Rasen, satt, grün und schön, gern auch mal mit Wildkräutern versetzt. So mögen ihn viele und so macht Rasen Spaß. Doch der Weg dorthin ist mühsam und mit einigem Aufwand verbunden. Ein wirklich überzeugender Rasen braucht Pflege. Also regelmäßiges Wässern, Düngen und natürlich auch Schnitt. Und gerade dort, wo man eben keinen Mähroboter einsetzen kann, der ja tatsächlich auch eine Verbesserung der Pflege gebracht hat, dort ist Rasen schwierig zu erhalten. Jonas Reif ist Professor für Pflanzenverwendung an der Fachhochschule Erfurt und testet gerade, wie sich Seggen, botanisch Carex, als Rasenersatz verwenden lassen. In den USA gelten sie bereits als Alternative, nicht um ganze Fußballstadien zu begrünen, aber für bestimmte Standorte eignet sich das Gras bestens. Carex sind extrem anspruchsarm. Bis auf Zurückschneiden von Fruchtständen bei einigen Arten, aber auch nur, ist eigentlich kein Rückschnitt oder ähnlicher Schnitt erforderlich. Sie vertragen Hitze und Trockenheit perfekt. Selbst im letzten Sommer, als hier alles rundherum braun war, waren die Seggen wunderschön grün. 16 verschiedene Carex-Arten und Sorten wurden auf dem Gelände der Fachhochschule mit jeweils 50 Exemplaren gepflanzt. Seit einem Jahr läuft der Versuch. Es geht um Standorteigenschaften, Vitalität und Flächenwirkung. Aber nicht nur. Wir wollen natürlich genauso auch herausfinden, worauf man bei der Pflege achten muss und auch bei der Vorbereitung. Und da hat sich schon gezeigt, wichtigster Punkt ist, wir müssen die Flächen vorher vollkommen unkrautfrei haben. Dann gibt es auch wirklich wenig Probleme im Nachgang. Eine amerikanische Carex-Art findet sich in ihrer Heimat immer öfter in Vorgärten. Die Pennsylvania-Segge bleibt hellgrün, ist feinhalmig und bildet dichte Teppiche. Im Winter wird sie aber leicht bräunlich. Ein erster Favorit von Jonas Reif wirkt unscheinbarer, ist in Süddeutschland heimisch und heißt weiße Segge. Sie hat einige Vorteile. Sie bleibt den ganzen Sommer über richtig hellgrün und breitet sich durch kurze Ausläufe aus, also kann mit der Zeit sehr, sehr dichte Teppiche entwickeln. Hier natürlich noch nicht, weil sie ja auch erst im letzten Jahr gepflanzt wurde. Auch die aus Nordamerika stammende Trespensegge erfüllt den Zweck. Sie scheint ein guter Ersatz für Rasen zu sein. Carex bromoides kommt an eher feuchten Standorten vor und wird auch, wenn man die Halmlänge sieht, scheinbar deutlich höher. Aber diese Halme legen sich immer so schön flach hin und dadurch hat man eben auch einen wunderschönen flachen Teppich. Der Top-Favorit von Jonas Reif stammt aus Japan, eine Segge mit dem Sortennamen Osaka. Wir haben sie jetzt hier ein Jahr lang getestet und ist mein Favorit, weil sie über das gesamte Jahr hinweg richtig schön grün bleibt. Also selbst im Winter hellgrün Teppich bildet. Sie wird ein bisschen höher, aber wenn man alle Faktoren zusammennimmt, eine Top-Sorte. Solche Sortenversuche helfen, Pflanzen besser zu verstehen. Carex hat durchaus Qualitäten für schattige, trockene oder sonnige Orte.